Moin, mein Name ist Ingo Malinowski. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Quabro GmbH. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Und in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen, vielleicht sogar Jahren, wer weiß es, möchte ich etwas über uns, also sprich Quabro, erzählen, was wir machen, wer wir sind, was wir tun, wie wir ticken. Ich möchte aber auch ein bisschen über mich erzählen. Meine Gedanken euch teilhaben lassen, meine Ideen oder auch das, was mich bewegt, vielleicht auch das ein oder andere Mal aufregt, aber auch für die ein oder andere Anekdote, also und so mit euch in Austausch, in die Kommunikation zu gehen. Denn Kommunikation ist unser Thema. Wir sind die Werbeagentur mit eigener Produktion, also das heißt, wir sorgen dafür, dass ihr, dass sie mit ihr Unternehmen, mit ihren Dienstleistungen, mit ihrer Behörde in Kommunikation mit ihrem Außen. Ja, ich fange einfach mal an, was mich so in den letzten Wochen beschäftigt hat, in den letzten Wochen dieser diesen völligen Irrsinns. Mittlerweile sind es 5 Wochen und niemand weiß, wo die Reise hingeht. Aber eine oder andere Reise habe ich jetzt hier schon gesehen und da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Fangen wir mal an. Wir sind weiterhin für Sie da. Also, das ist für mich so ein super Beispiel. Zum einen sage ich jetzt erstmal, gebe ich erstmal Grund, was ich von so einem Satz halte. Wir sind weiterhin für Sie da. In drei Teufelsnamen, ich erwarte, dass ihr weiterhin für mich da seid. Meine Dienstleister, meine Kunden, meine Partner, meine Geschäftspartner. Das müsst ihr nicht unterstreichen oder nochmal mit einem Newsletter das nochmal kommunizieren und sage und schreibe, ich habe einen Vogel dabei gehabt. Entschuldigung, ich sage wirklich einen Vogel. Von denen habe ich 8 in Worten 8. 8-mal diesen verfuckten Newsletter bekommen, ne? Der mir mitteilt, dass er weiterhin für mich da ist. Ja, was soll das denn? Klar, es geht jetzt vielleicht alles etwas langsamer. Mittlerweile beruhigen sich einige Sachen auch, auch aufgrund von Homeoffice. Aber dass jeder aus seinem Homeoffice da damals, was vor Wochen da etwas geschrieben hat und dann auch meint, weiterhin für mich da zu sein, ja, das ist auch ein Thema. Kommunikation. Kommunikation kann so einfach sein und ist trotzdem so schwer. Wenn man so etwas vielleicht untereinander, miteinander abstimmt, sprich, miteinander spricht, vielleicht auch schreibt, dann passiert so ein Scheiß nicht. Dann sind Kunden oder Empfänger, wie ich es in dem Fall war, da nicht von genervt. Von dem, was ursprünglich gut gemeint war, aber bescheiden umgesetzt wurde. Ja, Homeoffice hatte ich gerade ja schon gesagt. Es kann vielleicht etwas langsamer werden, aber Homeoffice hin oder her, Geschwindigkeit hin oder her. Oh, Geschwindigkeit. Entschuldigung, sag mal. Entschuldigung, für wen? Spinnt ihr? Wenn mir nochmal irgendjemand sagt, er fühlt sich hier entschleunigt, ich glaube, ich hole einen Hackebeil raus. Ich sitze seit Mitte März, sitze ich in einem Karussell, in einem Fahrgeschäft, dessen Eintritt ich nicht bezahlt habe und die permanent mit mir Sonderrunden fahren, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und ich glaube, so geht es euch allen da draußen. Und wenn mir als Unternehmer jemand sagt, ich fühle mich hier entschleunigt, dann mag das sein, dann ist das deine Auffassung, aber geh mir nicht auf den Senkel mit deiner Entschleunigung. Es geht mir genauso wie vielen, vielen anderen da draußen. Wir sind in einer Spirale, wir wissen nicht, wo diese Reise hingeht. Nichtsdestotrotz, wir wissen es, weil wir haben uns da natürlich auch unsere Gedanken gemacht und glaubt es mir, wir haben bittere Tränen geweint. Wir haben uns gezofft, wir sind uns aus dem Weg gegangen, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben dann auch ganz klar für uns den Weg klar gemacht und auch gefunden. Und diesen Weg, den werde ich euch in der nächsten Zeit auch beschreiben und auch erklären. Also, Butterweidefische, wann will der Kerl, wann will der Malinowski? Ich möchte, wie gesagt, ich möchte mit euch in Austausch gehen, in Kommunikation. Darauf habe ich Bock, da habe ich wirklich Lust drauf. Und zwar nicht nur, indem ich hier die Produkte oder wir unsere Produkte, unsere Dienstleistungen
feilschen oder preisgeben oder anbieten. Nee, im Gegenteil. Ich möchte auch gerne mit euch wirklich in den Austausch. Ich bin seit 98 bin ich selbstständig und glaube mir, ich habe auch schon einige Höhen und Tiefen miterlebt. Aber ich werde es nicht zulassen, dass zum Beispiel das, was hier jetzt gerade abgeht da draußen, dass das mir einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich glaube, durch Tiefen, die ich in der Vergangenheit schon mal durchlebt habe und auch durcharbeitet habe und auch verarbeitet habe, bin ich hier vielleicht etwas anders aufgestellt oder vielleicht auch ein bisschen anders gepolt wie andere Menschen. Aber auch das Know-how gebe ich gerne weiter. Also auch da, ich kann nur anbieten, schreibt mich an, ruft mich an, sprecht mich an. Da habe ich Bock drauf. Ja, und das andere, natürlich, ich mache das hier, weil ich da Freude dran habe und ich glaube, das wird sich auch sehr, sehr gut entwickeln. Aber natürlich mache ich es auch, weil ich Verantwortung übernommen habe und auch in der Verantwortung stehe. Und zwar Verantwortung mit oder für 25, sprich, nee, ab nächsten Monat 26 Kollegen. Keine Mitarbeiter. Weil von Mitarbeitern sind, glaube ich, unsere Leute sehr, sehr weit entfernt. Weil das, was wir in den letzten Wochen auch durchgemacht haben, und auch erlebt haben, das zeigt wirklich, dass wir ein richtig cooles Team zusammen gezaubert haben. Und auch das dauert seine Zeit und auch darüber kann ich euch einiges erzählen. Ja, und noch viel, viel mehr. Aber erst einmal möchte ich euch hier recht herzlich begrüßen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr das hier vielleicht mitmacht. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich oder abonniert unseren Kanal. Und seid gespannt, da passiert einiges. In dem Sinne, runterbleiben, euer Ingo Malinowski.